Moin, liebe Deichstuben-Zuschauer. Wir haben uns heute mit Meng Hui verabredet aus dem Reich der Mitte. Werder-Fan, ich glaube, seit sie denken kann. Erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, danke schön. Also freut mich, dass ich hier bin und mit euch ein Interview zu machen. Erzähl uns doch gleich, warum bist du hier? Was treibt dich nach Bremen? Also vor 14 Jahren bin ich Werder-Fan geworden und dann habe ich selbst Deutsch gelernt und auch an der Uni Deutsch gelernt und habe mich um Uni Bremen beworben, so dass ich sehr oft im Weserstadion kann und bin ich jetzt am Uni Bremen und studiere und gleichzeitig auch sehr viel für Werder machen. Du kommst aber aus China, wo genau her? Also aus Shijiazhuang in Hebei-Provinz in der Nähe von Peking, ja. Und du wolltest Deutsch studieren wegen Werder Bremen? Ja, also wenn ich Deutsch lerne, kann ich mehr deutsche Nachrichten lesen und übersetzen für die anderen chinesischen Fans. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie machst du das? Also es gibt viele chinesische Plattformen, wie zum Beispiel Baidu, Tieba und Hupu, BBS und Weibo und auch WeChat. Ich schreibe sehr viele Nachrichten über Werder da auf die chinesische Plattform, weil die chinesischen Fans benutzen kein Facebook, fast kaum Facebook und Twitter und so weiter. So braucht man selbst in deutscher Seite schauen und Nachrichten lesen. Es gibt eine Facebook-Seite, die heißt Chinesisches Werder. Auch dort übersetzt du Nachrichten, unter anderem auch von uns über Werder Bremen, in Chinesische. Für wen machst du das denn? Wie viele Werder-Fans gibt es denn eigentlich in China? Also von mir aus würde ich sagen, es gibt 100 oder 200 Werder-Fans in China, also soweit ich kenne. Und die chinesische Werder auf Facebook mache ich eigentlich für die deutsche Werder-Fans. Und ich möchte zeigen, wie viele chinesische Werder-Fans und wie viel ich und die anderen chinesische Werder-Fans gemacht haben für Werder, also auch aus Fernost. Und diese Seite ist eigentlich für die deutschen Fans und möchte ich etwas zeigen. Warum eigentlich Werder-Fan und nicht Bayern oder Dortmund, was ja erstmal, würde ich jetzt sagen, in China bekannter ist als Werder Bremen, oder ist das gar nicht so? Also im Jahr 2003, 2004 bin ich angefangen, Bundesliga zu schauen und damals war Werder die Beste und war sehr aggressiv, gab es sehr viele berühmte Spieler, wie zum Beispiel Ayrton, Mikot, Klose, Klasnic und so weiter. Wollte ich gerade sagen, Klose, Klasnic, später natürlich auch Marco Marin und Diego und in die warst du auch verliebt, ja? Ja, genau, richtig. Und deshalb bin ich immer Werder-Fan geworden und folgt alle Werder-Spiele in China. Und obwohl manchmal nicht so einfach ist, weil die meisten Spiele wurden von Bayern und Dortmund Schalke übertragen in China. In wen bist du eigentlich heute verliebt? Heute, also alle Werder-Spiele mag ich sehr. Yuning Zhang aber besonders? Ja, natürlich besonders, weil er aus China kommt und ist der erste Werder-Profi-Fußballspieler. Bringt mich auch zu der Frage, sprechen wir eigentlich alle den Namen richtig aus, Yuning Zhang? Eigentlich nicht so. Die richtige Aussage ist Yuning Zhang. Yuning Zhang. Ja, genau. Alles klar. Wie findest du das eigentlich, dass auch China mittlerweile so eine große Rolle spielt bei Werder Bremen? Also das freut mich sehr. Zuerst kann Werder Geld, mehr Geld haben und mehr Konkurrenz in Bundesliga haben. Und dann kann auch passieren, dass Werder mit China sehr viel Zusammenarbeit hat. Und ich freue mich, dass Werder vielleicht im nächsten Jahr China besuchen kann. Oh ja. Ja. Jetzt habe ich gelesen, dass du deinen Idolen schon unglaublich viele Geschenke gekauft und auch gemacht hast. Was waren so das Verrückteste, was du einem Werder-Spieler geschenkt hast? Ich muss mal überlegen. Also es gibt einen Fan und darauf schreibt die chinesische Name von Werder und ich habe viele Werder-Fußballspieler geschenkt, also auch von anderen Werder-Fans aus China und sie können nicht ankommen und sie geben mir und ich schicke weiter, ich liefere weiter zu Werder-Spieler. Ja.
Bist du denn eigentlich, schlägt dein Herz auch noch für einen chinesischen Fußballverein oder nur Werder? Also ich bin nur für Werder, ja. Inwiefern unterscheidet sich denn eigentlich der deutsche Fußball vom chinesischen Fußball, den du ja auch kennst? Ich finde deutscher Fußball mehr professionell und zum Beispiel Fußballplatz. Es gibt so viel, zum Beispiel U23, U21, auch Jugend, und sehr professionell. Aber in China ist Fußballplatz nicht so viel und ja, aber es entwickelt sich sehr schnell und es ändert sich noch. Mhm. Noch die Frage hinten raus: Die neue Saison steht vor der Tür. Was wünschst du dir denn als Fan von Werder Bremen? Ich wünsche Werder Bremen in Europapokal also spielen können und auch hoffe, dass Yu Ningzhang so schnell wie möglich sein erstes Bundesliga-Tor schießen kann. Ja. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ja, gerne.